Oh, das war's schon? Der einfachste Endboss, den ich bis jetzt hatte. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Dark Souls 3. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Almorema und ich wünsche dir viel Spaß. So, in der letzten Folge, da sind wir endlich durch dieses Tor, ja, reingerannt. Würde ich nicht sagen, aber rein, ja, gegangen, so ganz lässig und so. Und da waren wieder so welche Vogeltypen, die haben wir jetzt getötet. Und ja, als wir dann den Berg da hochgelaufen sind, sind wir jetzt wieder hier, in irgendeiner Ruine. Und ich weiß jetzt nicht, sollen wir da weiter geradeaus oder sollen wir hier lang? Ja, ich denke, wir laufen jetzt erstmal hier lang. Keine Ahnung, wo der Weg uns hinführt, aber das werden wir hier sehen. Was ist denn das da für ein Typ? Hallo, Freund? Oder Feind? Ich glaube, das ist ein Feind. Toll, nicht erwischt. So, jetzt aber. Komm, ich greife die mit Feuer an. Ah, das ist so knapp, dass die mit einem Feuerzauber sterben. Das ist echt sehr knapp. So eine kleine Titanitscherbe gab es. Oh! Oh, 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 oh. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ja, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das ist doch da das Tor zu... zum Sumpf, oder nicht? Die geschlossene Tür war das. Ja. Guck mal, ich versuche jetzt einfach meinen Feuerzauber den anzugreifen. Hilfe! Bevor der erwacht hier. Ups. Das ist aber ganz schön eng hier für so einen Kampf mit dem, oder nicht? Autsch. Hilfe! Boah, war das knapp. Hilfe! Was mache ich denn da? Genau, Spuck, Salz wollte ich sagen. Eis. Nein, nein, nein! Nein, nein, nein! Oh ne, jetzt bin ich tot. So, da bin ich wieder und ich weiß gar nicht, kann ich den... Denn wenn ich zu nah rangehe, sieht er mich dann? Da schläft er. Ja, der schläft. Komm, ich greife mal so an, bevor der wach wird. So, und jetzt schnell weg hier. Auch wenn es nur zweimal war, aber ja. Genau, mach eine Rolle. Da kann ich mich nämlich in Ruhe angreifen. Aufpassen hier. Oh, hat er einen Schreck bekommen oder was war das? So, den Dreh habe ich schon raus. Ist nicht mehr wie beim Anfang. Oh, jetzt habe ich mich zu früh gefreut. Zu nah ran. Eieiei, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Noch einmal treffen. Oh, war das knapp, war das knapp. Und jetzt bin ich tot. So, diesmal schauen wir es aber. Hoffe ich zumindest. Der macht doch immer erst eine Rollattacke. Ne, macht der nicht. Macht der nicht. Der macht immer was anderes. Autsch, autsch, autsch. So, diesmal schaffen wir es aber. Komm. Kann doch nicht wahr sein. Ja, jetzt ist er tot. Komm. Noch einmal und tschüss. Sauber. Der Nietschuppe. Zwei sogar? Okay. So, und jetzt müsste er eigentlich der Weg dort hinführen, wieder in den Sumpf, oder? Ja. Ja, ja, ja. So ist es. Da hinten ist doch der Ritter. Ja, da hinten ist der Ritter. So, nee, da möchte ich jetzt nicht lang. Was ist denn hier noch? Große Zauberwaffe. Aha. Gut, das habe ich ja gerade voll übersehen. Ist da noch ein Weg? Nein.
Okay, cool, das hat sich gelohnt. Ich dachte schon immer, wie kommt man denn da durch? Gut, dann wollen wir uns mal wieder zum Feuer hinsetzen dort. Oder, Moment mal, wo geht's denn hier lang? Ah, hier gibt's noch einen Weg. Ja, wenn ich jetzt hier runtergehe. Ah, da gibt's aber ein Item, da will ich jetzt hin. Und die Sache ist die, wie kommen wir dann wieder da hoch, ne? Wo sind wir denn hier? Oh, da sind die Frösche. Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ja. Sühne. Hohler Edelstein. Die kommen doch nicht hier hoch, oder? Die wollen mich doch verarschen jetzt. Ich dachte schon, die kommen jetzt hier hoch. Oh, bitte, jetzt sollst du den Weg zurückgeben hier. Ich habe keine Lust, jetzt gegen die Frösche hier nochmal zu kämpfen. Oh nee, man kommt hier jetzt nicht hoch. Boah, kann doch nicht wahr sein jetzt. Wie soll ich denn jetzt zurück? Ah, wisst ihr was? Ich habe doch so viele Heimatknochen. Hier, zack. Benutzen. Leuchtfeuer der letzten Rast. Söderle, dann haben wir das auch gemacht. Und ich glaube, wir haben schon wieder genug Seelen, um aufzusteigen. Und deshalb wollen wir wieder zurück zum Feuerbahnschrein. Ah, schau mal, die ist auch wieder da. Die kennen wir doch noch. Hello again. I have since heard a great deal about you. For one, that you are most gentle of heart. I too am bound by duty, but can offer you my sign. I hear that cordial intrusion lays the path to embers. If I can be of help, by all means, do call upon me. Blessing of the moon upon your journey. Finstermondtreue. Ja, wie kann ich dich denn rufen? You should require assistance. Use my sign. Blessing of the moon upon your journey. Aha. Moment mal, wie geht das denn? Nein, nicht ruhen. Falscher Knopf. Wechseln. So. Wie hieß das? Finstermond? Finstermondtreue. Da. Wie geht das denn jetzt, oder? Das war das doch, oder? Was wir bekommen haben. Oder war das was anderes? Nein, Moment mal, hier falsch. Das wollte ich auswählen und dann schauen. Ja, das war's das. Okay, dann versuchen wir das einfach. Ja, ich rufe dich dann mal. Aufsteigen. Ich hoffe, wir haben auch genug Seelen. Ja, haben wir. Gut, als nächstes, was geben wir denn als nächstes? Kondition, Belastbarkeit, Stärke. Ne, Stärke und Geschicklichkeit gehen wir jetzt erstmal nicht weiter. Zauberei, ein bisschen mehr Mana wäre nicht schlecht, oder? Ja, komm, gehen wir einfach mal hier hin. So, zack. Gut, dann haben wir denn vielleicht hier was Neues? Nein? Und wie schaut es bei dem aus? Können wir irgendeine neue Waffe machen? Waffe verstärken. Zwei große Titanitscherben. Das ist aber viel, ne? Das ist viel. Kleine Titanitscherben haben wir auch eine Menge, aber ich will jetzt irgendeine andere Waffe finden. Ja, Finsterschwert. Ja, gut, lassen wir dann erstmal. Gut, dann wollen wir mal wieder zurück und schauen, was uns erwartet. Söderle, dann wollen wir mal weiter hier. Und mal schauen, wo der Weg jetzt uns hinführt. Da muss es ja noch irgendwas geben. Der Boss zum Beispiel. So, sollen wir erstmal hier lang? Da hinten sind wieder. So, oh. Oh, 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 oh. Wo kommen die denn her? Die waren aber letztes Mal nicht da, oder? Nö, die waren letztes Mal nicht da. Wo kann man den parieren? Oh, verdammt, so nicht. So schon mal nicht. Moment mal, hier was trinken, bitte. Ey, was soll das denn? Das fand ich total seltsam. Vorhin waren die aber nicht da. Wo kommen die denn jetzt auf einmal her, die Typen? Oder waren die da hinten? Das scheint so. Gut, ich will jetzt erstmal einen pushen hier. Oh nein, schon wieder hat mich der andere gesehen. Nein. Da, jetzt hat es aber geklappt. So, bitteschön. So, mein Freund. So nicht mit uns.
Ja komm, dann greif doch an. Au. Ey, mit einem Schlag bin ich tot. Das kann doch nicht wahr sein. So, wisst ihr was, Leute? Ich trage jetzt einfach mal wieder eine andere Rüstung, denn ich glaube, in den Sumpf müssen wir nicht nochmal rein. Und ja, irgendwas, was mehr physischen Schaden absorbieren kann, das wäre nicht schlecht. Was haben wir denn hier am besten? 2,7, nee. Das ist am besten 4,7 und 4,4. Komm, Gewicht 4,6, dann setze ich das mal auf hier. Was haben wir hier? 9, 12,5, 12,2, 13,8, das hat aber viel zu viel Gewicht. 12,8. Gut, alles mit 12. Hat 12 Gewicht. 12 hat 9 Gewicht. Ja, komm, setzen wir das mal auf. Wie schaut es hier aus? Physisch 3,3, 3,1. Hier mit 2,9. Ich glaube, das setzen wir auf. Ja. Gewichtsverhältnis 100%. Belastbarkeit ist schon zu hoch, oder was? Mit dem Schwert, glaube ich. Da schaue ich gleich einfach mal. Physisch. So, Gewichtsverhältnis. Ja, nicht gut. Das ist nicht gut. Muss ich wohl irgendwas anderes tragen? Das hat zu viel. Muss ich etwas runter? Hier, 6,1. Das ist sogar besser. 6,1. Ja, setze ich das hier auf. Nordlandhose. Gut, schau ich mal. Kann ich denn jetzt überhaupt rollen? Naja, nicht wirklich, aber... Ja, komm, ich bin halt ein schwerer Pyro-Krieger. Einfach so. Aber jetzt müssten wir eigentlich auch ein bisschen mehr aushalten hier. So soll der Typ doch wieder kommen, wenn der keinen Schiss hat vor uns. Wo ist er denn? Hier bin ich, Freund. Oh ne, jetzt haben mich beide gesehen. Ne, jetzt. Ja, einen Schlag habe ich ausgehalten, aber einen zweiten nicht. So, ich hoffe, diesmal rufen wir nur einen. Ja. Und jetzt versuchen wir es einfach nochmal mit dem Schild. Hat nicht geklappt. Aua. Aua, 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 aua. So, wisst ihr was, Freunde? Ich versuche jetzt einfach mal was anderes. Und zwar lasse ich die Typen einfach mal da hinten hin. Weil als wir zum ersten Mal hochgegangen sind, gab es da, glaube ich, Stress. Und vielleicht mögen die sich nicht, diese Eulen da, die angreifen mit diesen Rittern. So, warten wir jetzt mal, was passiert ab. Mal kurz schauen. Oder ich kann mich auch irren. Und das war was anderes. Ja, das sehen aus wie zwei Mafia-Gangs. Ah, guck mal, die greifen sich an, tatsächlich. Ha, da müssen wir ja gar nicht zugreifen. Es gibt umsonst Seelen. Das ist doch schön. Oh, die Typen haben gewonnen. Ja, das war klar. Können wir den einen jetzt pushen? Komm her. Dich machen wir kalt. Ups. Aua, 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 aua. So, wisst ihr was? Diesmal spiele ich wieder das feige Huhn. Genau wie im Sumpf letztens. Also letztens ist schon ein paar Folgen her, wo wir wieder diesen Ritter hatten. Und ich einfach weggelaufen bin, ein paar Feuer gewirkt habe und dann wieder... Ja, ein paar Feuer gewirkt habe und so weiter und so fort. So, jetzt lassen wir die mal da kämpfen. Ich gehe mal ganz gemütlich meine Seelen holen. Fühlt euch nicht gestört. Da ist noch einer, greift ihn auch an. Super. Und den anderen, den holen wir uns. Falls der möchte. So, der hat ein bisschen Schaden bekommen. Und jetzt machen wir den kalt. Oh oh. Oh oh. So, jetzt aber. Und tschüss. Oh, hat er tatsächlich abgeblockt, aber trotzdem ist er gestorben. Finsterschwert. Gut, das haben wir doch schon. Okay, jetzt lebt nur noch der. Der und oder ich. Hat er ein bisschen Schaden bekommen? So, ein bisschen schnell wegrennen hier. Genau, greif an. Oh oh. Genau, greif an. Wo bist du denn?
Autsch, 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 nein, nein, nein. So, jetzt aber. Tschüss. Ah, geschafft, tatsächlich. Tatsächlich, ich hab's geschafft. Und so, wisst ihr was, ich wollte jetzt eigentlich noch was anderes versuchen. Und zwar meinte die Olle da im Schrein, ich kann die ja rufen. So. Wie kann ich die denn rufen? Will die mich verarschen oder was? Das geht doch gar nicht. Naja, ist ja auch egal. Okay, dann wollen wir uns mal hier ein bisschen umschauen, was es hier gibt. Ich glaube, es gibt jetzt keine Gegner mehr, oder? Oder habe ich wieder was gehört? Da habe ich was gehört. Von wo denn? Von wo ist der denn aufgetaucht? Ich dachte, die sind alle gestorben. Na, zum Glück stirbt er schnell. Sehr schnell sogar. Ja, damit. Eine Glut ist immer gut. Wo geht's da hinten hin? Geht's da noch hoch? Was haben wir denn hier Tolles? Noch ein Item oder so? Nö. Hier waren wohl ein paar Gegner. Aber da rechts geht's noch lang. Und da ist irgend so ein Tor. Und da höre ich schon was. Und ich weiß nicht was. Besiege ich einfach mit Feuer, das wird am besten. Ja, irgendwie so. Und tschüss. So, bevor wir jetzt in dieses Tor da reingehen, ich weiß nicht, versuche ich einfach nochmal hier lang zu gehen. Das sieht mir da irgendwie wie ein Boss aus. Ich bin mir nicht sicher, aber ja. Haben wir denn hier noch was? Irgendein Item versteckt oder so? Oh, verdammt, wo kommt der denn her? Der schreckt mich doch nicht so. Jetzt nicht sterben. Na, komm hier runter, wenn du willst. Dann können wir hier kämpfen. Und erschreck mich nicht aus dem Nichts einfach auffahren und mich angreifen. Das ist doch fies. Also ich bin wieder vergiftet. Nehme ich einfach das hier wieder zu mir. Zack, ich habe ja genug davon. Wer hat denn hier noch einer von denen? Bestimmt. Da gibt es noch ein Item. Da, eigentlich gibt es hier nichts mehr. Da muss ich wohl hier jetzt rein, ne? Ah, da ist noch einer. Tatsächlich. Ja, was machst du denn da in der Ecke? Ganz alleine. Auf wen wartest du denn? Kleine Titanitscherbe. So, hier gibt es nichts mehr, oder? Nö. Ja, dann war's das wohl. Dann müssen wir wohl da rein. Ich weiß nicht, was man da hört, aber ich glaube, da kämpft jemand. Irgend so ein wildes Wildschwein, das nicht freigelassen wird. Hört ihr das auch? Oh mein Gott, Mama. Mama. So. Ja, wir werden sowieso nicht packen beim ersten Mal, aber ja, ich versuch's einfach. Hallöchen. Ist da jemand zu Hause? In der Fahrungsfeste. Das ist doch die Fahrungsfeste, oder? Ja. Wo ist der denn? Da ist doch nichts. Ja, das ist der Bossraum, 100 Pro. Sieht ja nicht aus wie ein Wildschwein, aber ja. Oh, das sieht aus wie ein Ritter. Oh oh, der zeigt auf uns. Der will wohl Stress. Ist das der Boss oder was? Wächter des Abgrunds, ja. Das ist der Boss. So, mal schauen, ob wir das packen beim ersten Mal. Oh, der nimmt aber ganz schön viel Schaden. So, schnell was trinken. Genau, greif einfach mal an so und ich mit Feuer. Oh. Hilfe! Hilfe! Da ist noch einer? Hä? Es ist noch einer jetzt. War doch gerade nur einer. Oder nicht? Habe ich mich jetzt geirrt? Waren da zwei? So, da sind wir wieder. Und ja, jetzt ist nur einer da. Aber ich glaube, das werden wohl zwei. Irgendwie irgendwann.
Oh, der kann auch ausweichen, der Typ. Tatsächlich. Der kann auch ausweichen. Da ist noch einer. Ist das schon die zweite Phase oder was? Wenn wir irgendwas trinken, bitte. Wir lassen nämlich auch mal was trinken. Was soll das denn hier? Wie soll man das denn schaffen? So, ich habe jetzt auch eine Glut zu mir genommen. Ja. Und gleich sterbe ich direkt, bevor ich irgendwas mache. Oh, war das knapp. So, greif mal an und ich greife dich so an. Genau. Nochmal. Nein, jetzt hat es aber nicht geklappt. Aua, 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 aua. Tu mir nicht weh. Da ist noch einer. Mist. Oh, drei jetzt. Kann doch nicht wahr sein. Hilft der eine mir vielleicht? Die greifen sich ja alle gegenseitig an. Was soll das denn? Guck mal, gleich ist er schon tot. Ja, der ist schon tot, tatsächlich. Ha, das war's schon. Der einfachste Endboss, den ich bis jetzt hatte. Oh nee. Och nee, da habe ich mich zu früh gefreut. Oh mein Gott, was ist das denn jetzt? Oh oh, der wacht wieder zum Leben. Ja, oh Mann, das kann doch nicht wahr sein. Muss ich das jetzt immer machen oder was? Und ich dachte schon, Dark Souls hat irgendwas Leichtes auf Lager gebracht. Aber da habe ich mich wohl geirrt. Da lebt er schon wieder. Ist das jetzt die zweite Phase oder? Wo ist er denn? Da. Wächter des Abgrunds. Jetzt ist er aber viel langsamer. Hilfe! Oh mein Gott. Jetzt hat er auch ein Feuerschwert oder was hat der? Schnell was trinken. Alter, jag mich doch nicht. Ich hab jetzt keinen Mana mehr. Schnell was trinken. Zack. Ja, ich glaube, das geht nicht. Irgendwie bin ich schon tot. So, jetzt müssen wir mal schauen, welche Phase das ist. Nee, das ist schon wieder am Anfang. Genau das gleiche. Kann doch nicht wahr sein hier. Was soll das denn? Und jetzt bin ich schon wieder tot. Also ich konzentriere mich jetzt mal. Jetzt rede ich nicht so viel, ja? Also einmal getroffen. Und jetzt hat er mich getroffen. Mich in Ruhe. Genau, greift euch gegenseitig an. Und tschüss, schon ist er tot. Erste Phase. Müssen wir das jetzt schon wieder sehen? Möchte ich aber nicht. Kann man überspringen, gut. So, jetzt macht er irgendwie so einen Feuerschaden oder so. Oh oh. Mist, hat er mich erwischt. Boah, wie soll man das denn abwehren? Wie soll man das denn abwehren? Will er mich verarschen oder was? So, die erste Phase habt ihr ja tausendmal gesehen. Ich glaube, wir machen das jetzt zum letzten Mal und danach zeige ich euch immer die Kämpfe ab der zweiten Phase, weil das bringt ja nichts. Vielleicht brauche ich irgendwie 2000 Anläufe oder so, bis ich das endlich schaffe. Und dann schneide ich das einfach zusammen, wenn ich in der zweiten Phase bin und ich zeige euch das dann halt immer. So. Komm, gleich ist er tot. Also nicht tot, die erste Phase. Und gleich bin ich tot. Ja, so wollte ich sagen. Das habe ich gemeint. Genau, das habt ihr ja gerade gesehen. So, Leute. Gut, das war's dann erstmal mit dieser Folge. Ja, den Boss haben wir jetzt gefunden. In der nächsten Folge nehmen wir es dann mit ihm auf. Und ich hoffe, ja, nicht ich hoffe, wir werden es dann schaffen. Also, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Euer Almorema. Tschüss.